Thin Ice. Willkommen zurück zu Blood. Wir sind das letzte Mal vielleicht. Genau, es ist das Secret gewesen. E2M9. Das ist die 9. Mappe, also die. Was soll ich denn sagen? Ne, ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte. Von wegen. Secret, genau. Oh nein, das ist die Geschichte. Langstrecken. Quatsch. Am laufenden Band. Okay, das wird unangenehm. Aber wir haben noch ein bisschen was. Oh, nicht doch. Jetzt muss ich wieder abtauchen gehen. Abtauch, Girl. Naja, zumindest kann man die auf Entfernung schon ein bisschen bearbeiten. Fette Rüstung und Energie. So, jetzt kriegt jeder erstmal sein Fett weg. Ich habe es auch bitter nötig. Okay. Das war so eigentlich nicht gedacht, aber daneben. Treffer. Und tschüss. Ich wollte mir doch da unten irgendwas holen. Achso, die Tasche, Medizintasche und eine dicke Rüstung. Habe ich denn? Ne, ich habe maximale Dingenskirchen. Sprühdosenanzahl. So, und wer möchte hier wieder Ärger machen? Da hinten, ne? Sehr schön. Der wäre weg. Ich glaube, hier gibt es noch sehr viele Sprungpassagen. Oh, ist erstmal was weggesprengt. Oh, oh, toll, direkt dahinter so ein Mistvieh. Was wird denn heute gesprengt? Ah ja. Aber schick, ne? Schicke Technik. Technik, die begeistert. Also ein sehr wässriger Level. Dünnes Eis. Ja. Von mir aus. Was nehmen wir denn heute? Man kann sich immer so nicht so richtig entscheiden, ne? Ist ja irgendwie alles gut und alles macht Spaß und alles macht Schaden und alles ist irgendwie sowieso immer gut. Deswegen nehmen wir einfach die die Tommy Gun. Ich weiß ganz schön Munition, das Viehzeug, aber es lohnt sich. Ah, jetzt habe ich Angst. Ich gehe lieber mal zurück. Au, Rock. Und jetzt durch. Und jetzt in einer Tour durchtauchen, wenn es recht ist. Und bleib erstmal eine Runde stehen. Aha. Wieder Gargoyles. Sagen, die lasse ich erstmal noch da oben stehen. Oder fliegen viel eher. Komm ich da hoch? Ich hoffe. Verdammt! Sauerstoff! So viel Napalm, aber kein Napalmwerfer. Das ist natürlich dann ein bisschen unsinnig, ne? Und da ist der Napalm-Launcher. Launcher. Der Langer. Du Napalm. Verdammt! Wieso schreien die denn? Ja, ja. 100? 100, in der Tat. Halt, Idiot. Das laden wir, oder? Doch, 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 doch. Munition ist teuer. Ne? Das hier ist gemacht.
Das ist dumm. Kriegen wir alles hin. Mal bis zur 5. Mal bis zur 9. Zwischen 5 und 9. Nein, das war falsch. Okay, war doch richtig. Verschwendung? Naja. Bisschen Schwund ist noch. Toll. 13 Tiefe, 2 von 3. Naja, ich weiß ja nicht. Oh, da wieder ein schickes Püppchen. Ich schätze mal, dann geht hier die Hölle los. Naja. So krass war es jetzt nicht, aber... Alles klar. Hopp. Und raus aus dem Wasser. Ach so, geht nicht mehr, ne? Das ist natürlich schlecht. Aber ich könnte vielleicht da durchtauchen gleich. Machen wir aber danach. Nämlich hier nach. Ich gehe doch gleich nochmal zurück. Hau ruck. Schrei da nicht so. Es hilft doch nichts. Das unausweichliche euer Tod. Naja, oh, da gibt's was Feines. Und noch mehr Munition, das heißt, ich bin wieder randvoll. Bis zum Anschlag. Oh, da kann ich jetzt mal dazwischen tanken. Beziehungsweise direkt hier raus, ne? Oder, ne, ist zu eng, zu steil die Vorlage, deswegen hier längs. Ja, ja, ist ja gut. Wie gesagt, nach irgendwelchen Secrets halte ich Ausschau, wenn mir danach ist. Beziehungsweise ich halt schon Ausschau. Wieso denn nicht runterschwimmen? Arbeitsverweigerung. Wir wissen ja, was dann passiert. TNT an die Wand. Oder einfach nicht wegwerfen. Oder so eine lustige Spraydose mal festhalten. Dann wirst du schon gehorsam lernen. Warum? War der nicht vorhin 3? Von den fliegenden Viechern? Falsch. Richtig. Jetzt brüllen sie wieder. Wie am Spieß. Ist er gerade durchs Feuer gelaufen? Ja, natürlich. Das ist ja... Ah, ein Bug. Toll. Muss ich doch speichern, laden. Löst so ziemlich jedes Problem. Da habe ich wieder ein Gespenst. Na komm. Na komm. Kaspar. Komm. Komm jetzt. Mach. Gerade auf Schrägen ist irgendwie das mit dem automatischen Zielen so ein bisschen willkürlich, würde ich mal sagen. Doch, eine Kiste nehmen wir mit. Ne, wir nehmen beide mit. Es sind noch 5 Schuss. 11 Schuss. 5 Stück drin. Ich habe noch ein. Okay. Tschüss. Na, kommt der Rest auch noch, oder? Da hat sie nicht so richtig, ne? Oh Mann. Ach komm, nehmen wir's. Was soll's? Halt! Komm her! Aha! Waffe hat nur 50 Schuss. Ich verstehe. Waffe hat nur 50 Schuss.
Ja, ich glaube wirklich, dieses, diese Sekundärfunktion, wo er hin und her wischt, die macht, glaube ich, mehr Schaden. Könnte mich irren. Aber jetzt kommt die. Jetzt kommen die Sprungpassagen. Das wird ein heilloses Ladedurcheinander. Genau, erstmal eine Runde Nachschlag. So, die Munition ist voll. Hier haben wir nochmal. Was ist das Maximum? 400 Schuss. Ja, nehmen wir das hier. Haben wir notfalls nochmal 100 Schuss am. Ja, irgendwo in der Hinterhand. Und, machen einfach weiter. Hopp. Und hopp. Funktioniert ja einmal Fifi. Ah, jetzt mal auf der Seite. Und es gibt wieder ein leckeres Püppchen. Hätte ich vielleicht vorher mal nutzen sollen. So, jetzt mal zwei ausschalten. Kann man sich verdammt um die Reste kümmern. Aber der kümmert sich selber gerade um die Reste, wie man hört. Wieder coinderweise. Das ist mal mein. Ich würde sagen, das ist sogar mein Lieblingssound. Na wohl, nee, das Geschrei der. Ja. Das kenne ich noch. Die lustigen Statue da hinten auf den. Auf den Podesten. Na, wann die wohl aktiv werden? Keine Ahnung, oder? Oh, verdammt. Das war frech. Vielleicht, wenn ich einen Schlüssel nehme. Na? Hm. Ah, das sieht so aus, ob ich von da nach da und dann runterspringen könnte und dann die 100 Punkte extra Leben holen kann. Sollen wir es mal versuchen? Das war schon mal nichts. Ich habe ein bisschen durcheinander gebracht, dieses lustige, verdammte Ding. Hm. Normal geht das nicht, oder? Nee, da muss man wirklich mit Schmackes rüber. Ah, ja. Ah, da freut er sich. Ach, das reicht schon. Interessant. Ja, ich glaube, das macht definitiv mehr Schaden. Vielleicht braucht es auch mehr Munition. Aber lohnt sich, ne? Das hat sich jetzt nicht ganz so gelohnt. TNT ist voll. Ja gut, aber ich kann es hier nicht wirklich benutzen oder gebrauchen. Genauso wie die Shotgun-Shells. Na wohl, jetzt. Jetzt schon. Oh Mann. Alles klar. So, jetzt die Frage, komme ich da nochmal rüber oder nicht? Ich glaube, nein. Ja. Na, ich glaube doch. Man muss nur wollen und so ein bisschen dieses schräg Laufen und Springen kennen. Hübsch. Ja, von der Idee, designtechnisch gar nicht mehr so schlecht. Ne? So kleine Luken und sowas für die Viecher. Genauso wie als die Ratten, die aus so Öffnungen kommen, das ist auch alles. Das ist auch wundervoll. Oh Gott, Dickerchen kommt. Kann ich ihn vielleicht mit so einem Superangriff direkt alle machen? Ja, kann ich. Hübsch. Und das war's auch schon wieder. Ja, kurzes Gastspiel. Kann ich denn auf der Karte sehen, wie viel ich noch zu machen habe? 2 von 2 S. Links oben, okay. Das heißt, ich bin hier eigentlich fertig. Ich habe alles geholt. Ich könnte natürlich noch die Munition einsacken, ja, und da wieder hoch. Das ist aber auch. Das ist doch Quatsch. Ich habe genug. Ich habe genug. Kurzer Spaß, aber. Perfekt. So, das haben wir einmal. Machen wir nicht so perfekt, aber naja. Ansonsten sind wir richtig gut dabei.